YouTube. Ja, wir haben jetzt irgendwas um die 9 Uhr abends. Ich nehme gerade über so ein Mini-Mikrofon auf, hat einen ganz bestimmten Grund. Meine Tochter liegt im Nebenzimmer und schläft. Von daher kann ich nicht so ins Handy brüllen, wie ich das im letzten Video gemacht habe, und auch nicht die schönen Zwischensequenzen bringen. Aber die kommen definitiv. Sie kommen auch vermehrt in Zukunft. Die bleiben auf jeden Fall drin, weil ich denke mal, das gibt dem Ganzen so ein bisschen Schnippigkeit noch mit rein. Und der verrückte Schotte kriegt dann endlich mal seinen Tribut gezollt. Wobei ich sagen muss, meine Lieben, was ist los? Wir haben im letzten Video, also ich habe jedenfalls mit dem bekloppten Schotten hier, habe ich darum gebeten, also gewinnspieltechnisch, Guns of Icarus ist eigentlich, dachte ich, ein Spiel, was sehr gerne gespielt wird. Ich glaube, ich habe aber dazu noch eine kleine Info vergessen. Das ist nicht die Singleplayer-Variante. Das ist die Online-Variante, also die Version, wo du mit mehreren Spielern zusammenspielen kannst, sprich mit mir, dem da, ja, hier, dem Schotten, oder auch dem hier, ne? Oder Dark Dance zum Beispiel, oder MT King, ja, die Jungs vom Server, vom Minecraft-Server, mit denen kann man dann zusammenspielen. Das heißt, man hätte dann gemütlich zusammen zocken können. Frodo und Hanswurst, ja genau, Hanswurst, die waren die einzigsten, die irgendwie so an dem Gewinnspiel teilgenommen haben. Es sind allerdings keine 50 Likes, keine 50 Teilungen bzw. 50 Kommentare draus geworden. Wobei ich jetzt ganz ehrlich da sitze und sage, das Ganze hat nicht das erreicht, was eigentlich das Gewinnspiel hätte ausgemacht. Gut, waren es zu wenig, die mitgemacht haben? Keine Ahnung. Auf jeden Fall 69 Views zeigt eigentlich nicht, dass zu wenige es gesehen haben. Vielleicht war es das falsche Spiel, ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ich möchte euch ja nicht die Laune verderben, was das angeht. Ich möchte ja auch kein Spielverderber sein, obwohl ich mich hier im Vorfeld sehr lange mit Dark Dance unterhalten habe über das Ganze, ob wir das jetzt trotzdem durchziehen oder... Ja, kommen wir doch erstmal zu dem, was ihr geschrieben habt. Hanswurst, cooles Gedicht, ja. Aber stammt nicht aus deiner eigenen Feder. Von daher, ich fand zwar am Ende, dass du Guns of Icarus in das Gedicht eingebaut hast, fand ich echt witzig, war eine schöne Idee. Muss aber sagen, das Gedicht ist nicht aus deiner eigenen Feder entstanden, sondern das Gedicht gibt es schon länger. War eine spaßige Sache. Sag ich so, wie es ist. Frodo, winke, winke, Happy Birthday zum Geburtstag nachträglich an deine Freundin. Und kannst dir ja dann das Video vorspielen und zeigen, wer dir da zum Geburtstag gratuliert hat. Ja, wie ihr seht, der Bart wächst und gedeiht. Muss aber ganz ehrlich sagen, es juckt, Leute. Es juckt ohne Ende. Weil wenn ein Bart wächst, dann... sticht er ja teilweise durch die Haut mit den Haaren, und ich habe ja nicht gerade mal dünnes Haar, nein, richtig festes, grobes Haar, und das, ja, tut dann richtig gut, aua, wenn dann der Bart wächst. Naja, auf jeden Fall, ich lasse ihn laufen, ich lasse ihn wachsen bis zum 24. und dann gucken wir mal, was wir aus dem Bart so Schönes machen. An der Stelle, wie gesagt, ich habe mich sehr mit Dark Dance unterhalten, und nach den Regeln des Gewinnspiels müsste ich eigentlich an der Stelle sagen, tja, Epic Fail, total daneben gegriffen. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen,
Ich möchte kein Spielverderber sein. Eins geht wenigstens raus an dieser Stelle, ein einziges. Und das geht dieses Mal an. Was heißt dieses Mal an? Ist ein bisschen falsch ausgedrückt. Das ganz auf Icarus Online in der Möglichkeit, hoch, jetzt hätte ich beinahe die Kamera zugehalten. Mit der Möglichkeit, mit dem ollen Schotten zusammenzuspielen oder mit Dark Dance beziehungsweise MT King auf Online-Variante, Multiplayer und so weiter zusammenzuspielen. Der Glückliche ist Frodo. Hau rein, mein Lieber. Ich kontaktiere dich ja, per YouTube-Nachricht. Ne? Gibst mir dann mal bitte deinen Steam-Account, dass du dann das Spiel von mir bekommst. Und ja, wir sehen uns dann in-game, im Spiel. Hast du die Möglichkeit, mit uns zusammen zu zocken? Muss gleich dazu sagen, wir sind mittlerweile schon 7 Stück an der Zahl, die regelmäßig zusammen zocken. Also du spielst nicht gerade mit wenigen dann zusammen. Und alle Deutsch, alle Spaß. Und dann, ja, sehen wir uns im Spiel. Ich gucke die ganze Zeit mein eigenes Video jetzt hier gerade an, damit ich auch ja weiß, ob der Kopf hier so und hier, dass alles da so richtig drinne ist, wie es sein soll. Wie gesagt, Frodo, Spielchen für dich. Happy Birthday an deine Freundin. Ich muss aber dazu sagen, diese Streifen, die du vermeintlich als blau ausgedrückt hast, die sind nicht blau, die sind grünlich. Das ist ein dunkles Grün. Da ist vielleicht ein Blau mit drinne. Ich habe jetzt noch nicht genau nachgeschaut. Weil das Licht hier ist diesig und meine Augen sind auch nicht mehr so die besten wie früher. Ja, ich bin mittlerweile auch schon gehobenen Alters, was das angeht. Aber wie gesagt, das ist gelb, das ist weiß, das ist ein dunkles Grün und ja, es dürfte so ein Ansatz von Blau mit drinne sein. Ich muss aber noch mal genau gucken, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe den Stoff jetzt hier schon seit 3 Jahren, aber farbentechnisch, das dürfte jetzt mein Schwager nicht hören. Der haut mich, wenn er das mitkriegt, weil ich bin ja hier eigentlich der Kilt Chief. Das heißt, ich bin eigentlich der Master im Legen, was den Kilt angeht. Und wenn der hört, dass ich noch nicht mal die Farben auswendig kenne, die im Kilt drinne sind. Naja, wie auch. Wie dem auch sei, meine Lieben. Gib mal so ein paar Themenvorschläge ab, über was wir uns demnächst unterhalten sollen. Ja, weil wir haben ja auch schon bald Weihnachten und so weiter und besinnliche Zeit. Würde mich mal interessieren, wie ihr die verbringt in ja, 24. oder auch hier die Adventstage, wie ihr die verbringt, ob ihr die gemütlich mit Familie zusammen verbringt, so richtig schön mit Keksen und Lagerfeuer in der Wohnung. Ach nee, Quark, das war ja Kamin in der Wohnung. Oder ob er die Heizung auf 5 hochdreht und dann dem Schneemann zuguckt, wie er fröhlich vor sich hinschmilzt. Obwohl, das müsste eigentlich auch geil aussehen. Schneemann in die Wohnung stellen und dann die Heizung auf 5. Hast du gleich eine Badewanne mit dabei? Schwimmbad mit dabei, wenn das Ding schmilzt. Nee, gib mir mal so ein paar Kommentarenvorschläge und auch, wie ihr so die Weihnachtszeit verbringt und was ihr so alles anstellt über die Weihnachtszeit. Und dann, ja, lasst uns mal darüber reden, die nächsten Tage. Okay, bis dahin. Und Frodo, wie gesagt, du wirst von mir kontaktiert und viel Spaß. Ciao.